Anfangs dienten die Märkte nur, um den winterlichen Bedarf neu einzudecken. Der Brauch der Weihnachtsmärkte entstand erst im 14. Jahrhundert. Hierbei kam dann das handwerkliche Können dazu, von zum Beispiel Spielzeugmachern oder Korbflechtern. Auch zur damaligen Zeit wurden geröstete Kastanien oder Nüsse verkauft. Zum festen Bestand unserer Kultur wurde der Weihnachtsmarkt aber erst im 20. Jahrhundert.